Heute mache ich mal auf Gangster-Look. Und zwar taktischen Gangster-Look. Und wenn dich diese Jacke auch interessiert, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Es haben mich viele immer wieder gefragt, Rainer, was hast denn du da für ein Teil an? Was ist denn das überhaupt? Ne? Und damit meine ich jetzt nicht mein Level, sondern ich meine dieses Teil hier. Und ich habe mir gedacht, weil schon doch einige Anfragen waren, ich will es ja mal beantworten. Und zwar, dieses Teil hier, das habe ich mir ja im November 2018 gekauft. Und hab das jetzt andauernd an, weil es mir extrem gut taugt. Und zwar, was ist das? Ja? Ich weiß ja nicht, wie man diese Teile nennt. Ja? Die haben sicher irgendeinen Namen. Bitte sag mir das ganz einfach. Schreib mir unten einen Kommentar, wie die heißt. Aber dies ist von Miltec. Und da wird es jetzt den einen oder der anderen die Zehennägel aufstellen oder Schweißperlen oder kalt über den Rücken laufen. Miltec, alles klumpert. Es sind Dinge, die wirklich am Müll sind. Ja? Aber nicht alles. Und das hier, das taugt man wirklich. Und das ist wirklich qualitativ. Top, aber so. Erstens einmal, du kannst auf Gangster cool machen, wenn du willst, yeah. Okay, oder du kannst dich vor Kälte schützen, ja. Funktioniert alles sehr, sehr gut, finde ich sehr angenehm. Ganz normaler, ich finde angenehmer Stoff, gut vernäht, es steht nichts ab. Also, zumindest bei meiner gibt es überhaupt keine Probleme. Und warum ich es mir genommen habe, ja, ich gebe es zu, weil da so Flauschis drauf sind. Damit ich meine Patches anbringen kann, damit ich mich schmücken kann mit meinen Patches. Das heißt, du kannst hier eine Patch anbringen. Ja, du kannst hier einen Patch anbringen, das ist im Endeffekt für den militärischen Bereich. Namensschild, Maxi Huber. Dann hat er da sein Rangabzeichen, also ein Niemand, ja, oder vielleicht doch jemand, ja, kommt jetzt drauf an. Dann da irgendwelche, ich komme aus Deutschland, Österreich oder sonst was und da dann noch einmal, ich schätze mal, was für eine Einheit man drauf hat. Und ich bin die Survivalisten-Einheit. So schaut das aus. Also gut gemacht, es gibt dazu überhaupt nichts und mir taugt es wirklich. Mir taugt der wirklich, ich habe den privat sowie auch beruflich an, also ein super, super Teil. So, Zip, kein Zwei-Wege-Reißverschlusssystem, sondern nur einfach. Der Zip ist aber sehr solide gemacht, ja, ist schön. Gibt es überhaupt nichts zum Sudern, wie man sagt. Auch hier mir fällt der Name auch da jetzt nicht ein. Das Schlauferl, was drauf ist am Zip, damit man das gut halten kann, das ist kein Klumpert, so wie man das oft hat. Da zieht man einmal an und dann geht das auf, sondern das ist wirklich, da steht natürlich jetzt Miltec drauf, das muss emotional aushalten, wenn dich das interessiert, aber das ist wirklich, da reißt nichts. Hier das Innenleben. Weil das ja auch immer wieder interessant ist, das ist so ein Flauschi-Mauschi. Und bei diesem Flauschi-Mauschi ist aber so, umso öfter du das anhast, umso mehr kommen da diese Fusseln. Ja, das ist einfach so. Und ja, mit dem musst du ganz einfach leben. Es gibt keine Innentasche. Es gibt definitiv keine Innentasche. Ist halt so. Aber, und jetzt kommt es gleich, mache ich wieder zu. So. Du hast, und jetzt bringe ich dich nach unten ins Unterstübchen, du hast hier zwei wirklich große Taschen. Also da passt wirklich, wirklich was rein. Das sind wirklich groß, geräumig, passt auch die Hand locker rein. Also es ist wirklich sehr, sehr nett. Es ist halt so, du kommst halt dann irgendwann daher, als hättest du eine Wampe. Ich meine, ich habe eine Wampe, aber wenn du keine hast, wenn du da alles reinsteckst, wie ein Beuteltier. Und mit der Zeit natürlich, wenn du Schlüssel, Mobiltelefon, Messer da einstecken hast, zieht sich das dann natürlich nach unten und das ist ganz einfach so. Ja, rundherum alles. Alles cool, alles super, wunderbar. Und ja, jetzt wirst dich die Frage stellen, Rainer, welche Größe ist das? Ich weiß es selber nicht, ja. Aber wie ich mich kenne, wird es kein Small sein. Nein. Es ist XXL. Ja, ist ganz einfach so, aber das passt mir irrsinnig gut, ja. Ja. Ja, ist so. Ja, ich lebe auf großem Fuß sozusagen. Nein, aber passt alles gut. Das, wahrscheinlich würde mir eine Nummer kleiner auch passen, ja, aber ich wollte halt auch wirklich schön viel Raum haben. Aber ja, jetzt bin ich richtig erschrocken. Was auch noch da ist, nein, passt schon. Da hast du auch Taschen. Das ist, finde ich, wirklich praktisch und das ist auch der Vorteil gegenüber anderen Systemen. Es gibt ja diese, ich weiß nicht, wie die heißen, diese Sweatshirt oder wie auch immer, ja, aber die haben dann zum Beispiel diese Taschen nicht und diese Klettflächen nicht. Und was hier auch gegeben ist, da kann man jetzt zum Beispiel Kopfhörer
Ja, kann man da, du hast da dein Telefon hast oder iPod oder was weiß ich was und du kannst nach innen durch und kannst hier die Kopfhörer raushängen lassen. So, also ich habe jetzt nur Gutes über die Jacke gesagt und das meine ich auch so. Das Einzige, was mir persönlich, aber das ist grundsätzlich bei diesen Teilen so, die gehen halt nicht bis zum Kinn rauf. Das heißt, dieser Teil hier ist, wenn es windig ist, immer offen und ich mag das überhaupt nicht. Das heißt, da musst du einen Schal tragen. Ich nehme da einen Schemax-Schal ganz einfach, das passt dann alles ganz gut und wunderbar. Das war's. Mehr kann ich gar nicht dazu erzählen. Ich werde ihn weiter anziehen. Ich gebe dir den Link unten zu einem Produkt auf Amazon. Ich habe selbst nicht in den Shop. Ich mag das mit diesen Kleidungsartikeln nicht, weil das passt dann nicht und das wird dann untertauscht und so weiter. Und das macht uns extrem viel Aufwand. Das ist unangenehm. Aber ich habe ihn auch auf Amazon gekauft. Also kein Stress dabei. Ja, ich sage danke fürs Dabeisein. Mag dich um einen Kommentar bitten, was du von diesem Teil hier hältst. Wie du das siehst, ob dich sowas interessiert, das wäre nett. Daumen nach oben oder nach unten. Ja, ganz klar, schau auch einmal im Waldeiwas-Shop vorbei. Da gibt es auch das eine oder andere, zum Beispiel die National Boat Fuel Association. Wenn dich das interessiert, schau es dir ganz einfach an, waldeiwas.com. Hab dich gefreut, dass du dabei warst. Ein Abo, Glocke drücken, nicht vergessen, ein paar andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du dabei warst, dein Reini Rossmann. Bis bald.